Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Servus, liebe Löwen, erstmal zum ersten Hackabschor-Fan-Talk im Jahr 2024 nach unserem Heimsieg heute vor Ausverkauf der Hütte gegen den MSV Duisburg. Und wenn es jetzt schon Applaus gab, dann wird der Applaus jetzt gleich noch viel lauter, weil ich habe unseren neuen Cheftrainer dabei. Herzlich willkommen zum ersten Hackabschor-Fan-Talk. Agirios Janikis ist dabei. Danke. Ja, Trainer, wir haben beim Herfahren jetzt gerade zwei, drei Sätze sprechen können. Noch gar nicht so viel über das Spiel, aber erster Einsatz im Grünwalder Stadion, dann gleich ein Spiel, wo ich sage, da war doch ganz schön Druck auf dem Kessel, wenn man die Ergebnisse vom Nachmittag gesehen hat. Da waren wir kurzzeitig auch mal unterm Strich. Umso schöner heute jetzt das 4:1. Wie hast du die 90 Minuten gesehen? Ja, zunächst mal Servus an alle. Ich wünsche euch allen erstmal ein frohes neues Jahr. Alles Gute, auch verspätet. Ja, ich glaube, so nach 2, 3, 4 Minuten kamen wir gut ins Spiel rein. Wir haben schöne Tore gemacht, auch gute Chancen rausgespielt. Wir hatten mit der Mannschaft besprochen, dass wir Neustadt wollen. Auch die Inhalte, die wir im Training trainiert hatten, wollten wir ins Spiel transportieren, im Wettkampf transportieren. Ich glaube, das ist uns phasenweise sehr gut gelungen. Hat natürlich in beide Halbzeiten Phasen dabei, wo wir noch passiv waren, in alte Muster verfallen sind, was aber ganz normal ist. Wir haben gerade eine Woche zusammen. Aber in Summe, wenn man bedenkt, wirklich, was für einen Druck in dem Spiel gelastet hat, hat die Mannschaft das heute in Summe sehr, sehr gut umgesetzt. Es war ein erster Schritt. Ja, es müssen mehrere Folgen. Es geht schon Dienstag weiter. Ja, in dem Sinne hoffe ich auf mehr Konstanz. Bitte? Ja, aber in Summe für einen ersten Auftritt war das ganz okay. Ja, das war definitiv ganz okay. Da gibt es zu Recht Applaus auch. Du kennst die Ergebnisse aus der Hinrunde. Du weißt, dass wir nicht besonders erfolgsverwöhnt waren, auch bei den Heimspielen leider. Das war eine lange Durststrecke, auch für unsere Fans. Umso schöner, dass es heute natürlich viermal geklingelt hat. Wie hast du auch so das Ganze drumherum, jetzt nicht nur auf dem Platz, sondern neben dem Platz heute wahrgenommen? Ja, super. Ich war früher im Grünwalder Stadion als U19-Cheftrainer in der Bundesliga. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Da waren keine Fans im Stadion. Tolle Stimmung, tolle Atmosphäre. Ja, macht Lust auf mehr. Du hast heute eine Aufstellung ins Rennen geschickt, wo der ein oder andere vielleicht auch im Vorfeld ein bisschen erstaunt war, sage ich jetzt mal. Da gab es auch ein, zwei Leute, die es dann nicht im Kader geschafft haben. Auch da hat man sich vielleicht ein bisschen die Augen gerieben. Der Erfolg gibt dir natürlich recht, aber vielleicht noch schnell ein, zwei Worte zur Aufstellung heute, weil so lange hattest du jetzt die Mannschaft auch noch nicht, um euch alle richtig gut kennenzulernen. Ja, wenn du als Trainer neu startest, dann sind natürlich am Anfang Sachen wichtig, wie die Spieler die Prozesse adaptieren. Wir filmen ja auch jedes Training, um zu überprüfen, wie schnell welcher Spieler Fortschritte macht, wie schnell er sich wiederfindet in dem, was wir tun wollen. Ja, und diese Aufstellung war einfach nur ein Gefühl der maximalen Adaption der Inhalte. Und beim Kader gab es ein, zwei Härtefälle bezüglich der U23-Regel. Da musst du 4 U23 deutsche Spieler natürlich auf den Kader nehmen. Und dann ist natürlich der ein oder andere gestandene Spieler dann auch weggefallen. Hast gerade angesprochen, englische Woche steht auf dem Programm. Lübeck jetzt am Dienstag eine weite Fahrt und dann am Sonntag Sandhausen, die heute Dresden zu Hause wohlgemerkt geschlagen haben. Zwei dicke Bretter, die ihr bohren dürft. Ja, jede Aufgabe hat ihre Tücken, jeder Gegner hat seine Stärken. Da müssen wir uns einstellen und schnell einstellen. Wir werden jetzt nicht viel Zeit haben Richtung Dienstag. Es gilt in erster Linie A, zu regenerieren, die Köpfe frei zu kriegen, zu schauen, welcher Spieler hat das Spiel gut verkraftet. Wir haben Moritz Schröter jetzt einen Spieler, der ein bisschen muskuläre Probleme hat zum Beispiel. Ja, das sind die Sachen, die jetzt anstehen, um dann maximal frische und gute Mannschaft dann auf den Platz zu bringen am Dienstag. Letzte Frage noch zum Personal.
Finn Lackmacher hat heute Gott sei Dank getroffen. Das hat alle Löwen sehr, sehr gefreut, weil der hat auch schwere Tage hinter sich, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben natürlich mit Interesse verfolgt, dass Joel Schwarz wieder an der Grünwalder Straße ist, auch wieder Fußballschuhe anhat. Wie geht's weiter bei ihm? Bis wann kann man da schon mit ihm rechnen oder willst du einfach keine Vorhersage treffen? Ja, zunächst mal freue ich mich für die Mannschaft, dass sie ja 4 Tore geschossen hat und auch gute Chancen rausgespielt hat, zielstrebig gespielt hat. Ich freue mich für den Finn, er hat schon in den Testspielen getroffen, hat aber nicht nur ein Tor gemacht, sondern sich auch opferungsvoll für die Mannschaft geopfert und viel gearbeitet. Das ist wichtig, dass man A, seine Aufgaben erledigt und wenn dann noch Erfolgserlebnisse hinzukommen, umso schöner. Bei Joel, er ist jetzt wieder im Gelände, er wird rückgeführt, er hat eine komplizierte Verletzung. Jetzt Prognosen kann man dann nicht abgeben, da müssen wir gucken, wie die Struktur hält. Okay, dann muss ich euch ein Kompliment machen. Ich habe schon den ein oder anderen Hackabschor-Fan-Talk gemacht. Noch nie war es so still wie heute. Man hätte eine Stecknadel fallen hören. Deswegen, weil der neue Trainer da ist, sind heute alle ganz brav. Also kannst du dir wirklich was darauf einbilden. Okay. Mucksmäuschen still, habt ihr ganz toll gemacht. Wir wollen natürlich wie nach jedem Heimsieg gemeinsam mit euch anstoßen. In der Hinrunde hat man nicht so oft Gelegenheit. Umso mehr Spaß macht mir das heute. Und wir haben vorher schon mal ganz kurz mich erschrecken. Okay, bin ich. Das einfach einmal, warte mal. Hier. Mach mal. Ja, okay. Okay. Ja, bis. Jetzt ist Januar, bis zur Wiesn übt man das Ganze noch, aber das ist erst im September, deswegen hast du noch ein paar strenge Monate vor dir. Okay. Das ist der Hackabschor Fantag und deswegen freuen wir uns heute ganz besonders. Das Lachen ist zurück in allen Löwengesichtern. Schnappt euch ein Bier oder was auch immer ihr habt. Und dann freuen wir uns und sagen gemeinsam auf die Löwen, auf die Löwen, auf die Löwen. Prost. Dankeschön. Tschüss.